Excuse me? Yeah, yeah. Guten Morgen aus London. Hast du nicht gesagt, es regnet in London nicht? Wenn ich hier alleine war, ja, hat es nie geregnet. Also, was macht man in London, wenn es regnet? Normalerweise geht man jetzt in ein Museum. Falsche Antwort. Erstmal geht man frühstücken. Was kann man bei Regenwetter besser machen, als irgendwo überdacht shoppen zu gehen? Und das Ganze machen wir hier im Covent Garden Market. Der Covent Garden ist ein Londoner Stadtteil, der zu größten Teil überdacht ist mit ganz vielen Geschäften. Aber es gibt wichtige Regeln, die stehen hier. Man darf kein Pferd mitbringen. Wo steht das? Das steht hier. No person shall ride, lead, drive or bring any horse. Deswegen also musst du wieder gehen. Wieso ich? Deswegen ist das perfekt für mich, Leute. Keine Pferde, perfekt. Weil du das Pferd bist. Ja, ich hab's schon verstanden. Das war aber nicht lustig. Sehr interessant hier, der Covent Garden, aber es regnet halt die ganze Zeit und so groß ist das Ding auch nicht, es sind nur so ein paar Luxusläden drin und dann haben wir diese Erdbeeren für 10 Pfund, einfach so ein paar Erdbeeren mit Schokolade drauf. Aber cool, Installation mit den Wolken, sieht also ganz nett aus und bei eben, weil es überdacht ist, bei Regen super. Das Ding hier, der ganze Einkaufsbezirk ist auch noch größer, aber dann eben leider nicht mehr richtig überdacht, auch vor allem Luxusgeschäfte. Deswegen brechen wir hier die Zelte wieder ab, wir gucken gerade, wo wir sonst noch so hingehen können und weil es heute eben regnet, hacken wir einfach mal die ganze Shopping-Ding ab und suchen gerade irgendwie so ein großes Shopping-Center und gehen da mal einkaufen. Krasser Verkehr hier in London, krasses Wetter, regnet alles voll. Aber ich glaube, wir haben eine richtige Entscheidung getroffen, uns hier mal ein bisschen heute zu shoppen. Ich möchte auch gerade noch mal mit dem Taxifahrer ein bisschen unterhalten. Und er meinte auch, dass besonders halt, wenn es regnet, der Verkehr hier noch schlimmer ist, weil dann halt auch niemand irgendwie Bock hat, mit der Tube zu fahren. Das hätten wir ja sonst auch gemacht. Aber hätten wir irgendwie erstmal 15 Minuten zur Tube hinlaufen müssen und dann hier immer auch noch ein bisschen laufen müssen. Und bei dem Wetter ist es halt irgendwie nicht so angenehm. Stattdessen steht man halt im Stau. Das Problem praktisch jeder großen Stadt. Ich glaube, der Verkehr, aber es ist wirklich halt die ganze Zeit Stop and Go. Es war so scheiße. Ich hatte nur einmal schlimmeren Verkehr, glaube ich. Zweimal vielleicht. Einmal in New York, so zum Flughafen, der Rush Hour, da geht auch gar nichts. Und als wir beide in Budapest waren. Ich glaube, wir können hier lang. Weißt du noch, als wir beide in Budapest waren? Da war der Verkehr zu Rush Hour richtig krass schlimm. Aber hier eben auch. So, aber jetzt sind wir wieder halbwegs im Trockenen und gucken mal, wie wir hier, wie heißt das große Einkaufszentrum? Das große Westfield Einkaufszentrum, ob das seine Versprechen erfüllen kann. Kein kleines Einkaufszentrum hier. Ein bisschen groß das Ganze. Sogar guten Prep gibt es hier. Ist echt das beste Einkaufszentrum, in dem ich je war. Ich habe bis jetzt sogar noch in keinem Geschäft richtig drin. Aber trotzdem ist einfach schon so gut. Es ist so groß, es gibt alle möglichen. Es ist nicht nur so, dass es nur irgendwelche Luxusmarken gibt, sondern es gibt alles Mögliche. Es gibt alles ist einfach da. Es ist total sauber, es ist riesig. Die Musik ist nicht zu laut, nervig. Es regnet nicht. Ich finde es voll gut. Ich bin zu begeistert, oder? Kann es sein, dass ich gerade zu begeistert bin? Für ein Einkaufszentrum, ja. Ich finde Einkaufszentrum normalerweise voll scheiße. Also normalerweise langweilig und überall dasselbe. Aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich es hier gut. Wahrscheinlich liegt auch daran, dass der Crepe hier einfach richtig gut ist und mit frischen Erdbeeren. Lecker!
kleiner Zeitsprung. Wir sind hier gerade am nächsten Morgen schon. Ich hatte gestern einfach irgendwann keine Lust mehr und war so wieder um zu vloggen. Auch wenn wir gestern ja eigentlich hatten wir einen total entspannten Shopping-Tag. Wobei Shopping ist ja auch nicht immer entspannt. Aber ich finde eigentlich war das noch ganz entspannt. Aber gerade nach der ganzen Reise irgendwie war ich gestern am Ende ein bisschen fertig. Ich habe jetzt auch noch nichts geschnitten. Es ist ein bisschen blöd, weil ich jetzt einen Tag im Verzug bin mit den Vlogs. Aber irgendwie bekomme ich das hin. Und ich wollte euch ja zumindest noch irgendwie halbwegs zeigen, was wir hier gekauft haben. Zum einen hat Kati nämlich, ich glaube, das sind die von Kati. Ja, das sind deine. Ich diese Schuhe hier geholt. Nach 10 Stunden überlegen, ob es denn auch wirklich die sein dürfen, sein sollen oder nicht. Irgendwann durchgerungen und direkt bereut und doch wieder gut gefunden und wieder bereut. Wie ist der momentane Stand? Top, okay. Ich habe mir auch Schuhe geholt, bei mir ist ähnlich kompliziert. Ich weiß nicht, kompliziert mit Schuhen immer. Das sind die Schuhe, die ich mir geholt habe. So. Das sind so diese Schuhe, so ein bisschen halt wie voll der Haul gerade. Vielleicht werde ich doch noch Beauty-YouTuber. Vielleicht mal schauen oder lieber nicht. Aber das sind auf jeden Fall die Schuhe, die ich mir geholt habe, so ein bisschen so schackmäßig. Aber irgendwie doch wieder ein bisschen anders. Fand ich eigentlich ganz gut. So, dann haben wir, was haben wir denn hier noch? Alles Mögliche ist dabei an Kleidung eben. Socken, ganz wichtig, ich habe mir Socken gekauft. Ich brauche nämlich wieder welche. Ein Shirt habe ich dabei. Es ist ein bisschen was zusammengekommen. Heute ist aber deutlich besseres Wetter angekündigt, also wir sind wie gesagt schon am nächsten Morgen. Das heißt, heute werden wir den Tag nutzen, das seht ihr dann aber im nächsten Vlog morgen und werden ein bisschen draußen sein. Ihr habt ja auch viele Vorschläge gemacht, was wir alles machen können, das haben wir uns auch alles angeguckt. Und da hat Katja so ein schönes Programm für heute so ein bisschen zusammengestellt, weil Katja möchte mir auch so einiges zeigen, weil sie war schon häufiger hier, wo es so schön ist. Bin mal gespannt, was dann heute alles so kommt und das seht ihr dann alles, wie gesagt, im Vlog morgen. Vielen Dank heute fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder. Und ich muss jetzt aufräumen, das war richtig dumm, das hier alles hinzuwerfen.